Guten Abend, Helmstedt, ich grüße Sie. Herr Kluge. Ja. Ja, wie ist Ihre Einschätzung? Meinen Sie, dass ich Christine anrufen kann? Ja, ich habe vorhin noch mal gesprochen, mit ihr geredet und es ging ihr gut, sie war gute Laune. Die Ärzte sagen auch, dass sie insgesamt eine gute Entwicklung macht, sodass ich glaube, sie können sie anrufen. Okay. Ja, vielen Dank, ich höre gar kein Kindergeschrei bei Ihnen. Ich bin noch im Büro geblieben, das ist besser für uns alle, sie finden zu verstehen. Okay. Ja. Dann vielen Dank. Einen schönen Abend. Ja, danke. Erfolg bei der Ausstellung. Okay. Und dann bis die Tage. Tschüss. Danke, tschüss. Fürstenheinstahl. Ja, schönen guten Abend. Gustav Kluge, ich hätte gern Christine Wagenhäuser gesprochen. Ja, ganz kleinen Moment bitte. Ja, ich warte. So, ich verbinde. Danke, ja. Ja, Name Christine, ich grüße dich. Kannst du mich hören? Ja, aber nur streckenweise. Ja, ist wieder dieses U-Boot-Geräusch. Ja. Was hat die Woche gebracht? Ja, es war sehr gut. Irgendwie mein Anwalt hat angerufen. Das war irgendwie sehr erfreulich. Und ich habe überraschenden Besuch bekommen. Erzähl. Ich habe eine Karte losgeschickt in der Hoffnung, dass die Adresse noch gültig ist. Und du kannst dich bestimmt an den Elektriker erinnern, der im Atelier die Herdplatte repariert hat. Ja, dunkel. Ne? Mhm. So, und der hat jetzt auch die Herdplatte repariert und irgendwie, der war hier, hat mich besucht und wird die nächste Zeit auch irgendwie mal ab und zu vorbeigucken. Das war sehr erfreulich. Das war ein überraschender Besuch, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, schön. So, und mit meinem Anwalt habe ich gesprochen, der will vorbeikommen. Und ja, mit dem habe ich auch gerade gesprochen. Der meinte, du bist gesprächsfähig, kann ich anrufen. Ja, durchaus. Ja, hat mich heute auch angerufen. Ja. Ich habe gerade Kochgruppe gehabt mit den Leuten und wir haben Pizza gemacht und Nachtisch. Rote Grütze mit Waldbeeren, das ja. War ganz gut. So, also hier ist irgendwie einiges am Laufen. Ich habe gut gearbeitet diese Woche. Ja, wir haben im Fertigungszentrum haben wir irgendwie eine neue Regalwand reingekriegt, dass das alles ein bisschen sortierter untergebracht ist. Und in der Druckerei läuft es auch ganz gut. Hört sich gut an. In dem Mal gesagt, den Christian sollte ich ja aufsuchen, ne, ob er deine Karten gekriegt hat. Der hatte immer geschlossen. Ich war zweimal bei ihm und immer geschlossen. Vielleicht ja, ist er krank. Ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Nummer steht auch nicht mehr da, aber der Laden existiert noch. Der Laden existiert noch. Er hatte beide Male geschlossen. Kann sein, dass er im Urlaub ist. Ja. Das vermute ich. Also ja, ich hoffe, dass ich über meinen Arzt jetzt die Adresse rauskriege. Ich habe meine Adressen gesammelt aus der Kiste, die du mir vorbeigebracht hast. Und da habe ich ja jede Menge Sachen weggeworfen, die unnötig sind und habe das reduziert auf 2 Aktenordner. Ja. Und da sind noch Adressen irgendwie rausgekommen, unter anderem auch von Ihnen irgendwie. Ne? Also da ist eben die Hausnummer von der Rohnstraße drauf und das werde ich dir demnächst mitteilen. Dann kann man halt in der Rohnstraße vorbeigucken. Mhm. Und Astrid aus Barmbek hat angerufen. Sagt ihr das was? Astrid aus Barmbek? Ja. Mir kam der Name bekannt vor. Ach, fällt mir jetzt nicht ein.
keine Ahnung. Was hat die denn gesagt? Ja. Musst du mir schon sagen, was sie gesagt hat? Ja, sie hat gesagt, sie kennt dich und wollte sich nach dir erkundigen. Oh, Barmbek. Aber ihre Telefonnummer wollte sie nicht rausgeben. Ist ja sonderbar. Weiß ich nicht, wo ich die jetzt hinstecken soll. Ja. Ich habe ja auch einige... Ach ja, sie hat gesagt, du hättest mal ihre Wohnung tapeziert. Sagt ihr das was? Das kann sein. Ja. Fällt mir aber jetzt nicht ein, wer das ist. Okay, soll ich deine Telefonnummer rausgeben, wenn sie nochmal anruft? Ja, kannst du machen. Okay. Vielleicht fällt es mir dann ein, wer ja, das ist. Ja. Muss schon längere Zeit her sein. Ja, es muss lange her sein, dass du mit ihr zu tun hattest. Jetzt weiß ich, wer das ist. Sag dir was. Bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ich habe in Barmbek mal eine Wohnung gemacht. Ja. Okay. Ja, die... wir sind hier bei der Arbeit, ne? Und... wenn ich nächsten Sonntag komme, hast du irgendwelche Wünsche? Ja, was habe ich für Wünsche? Ja, was ich mitbringen soll. Schokolade und Tabak mit. Ja. Und was fällt mir noch ein? Brotaufstrich. Ja. Damit ich hier ein bisschen Abwechslung habe. Habe genau. Ich dir gesagt, das Abendbrot fällt hier mal sehr maum aus. Okay. Ja. Okay, wir müssen Schluss machen. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Danke dir fürs Gespräch und wir sehen uns bald. Alles klar. Danke dir. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Bye bye. Ja? Mach's gut. Tschüss. Okay. Ja, danke.
Okay.